Es gibt ja unterschiedliche Lüfter auf dem Markt, unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Typen. Und heute gucken wir uns einfach mal die Corsair LL 120 an. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Hippies Tech Lab im neuen Studio, im neuen Set sozusagen, was noch ein bisschen aufgebaut wird in den nächsten Tagen letzten Endes, aber wo man zumindest mal ein bisschen mehr machen kann in dem Sinne. Und heute in dem Video gucken wir uns die Corsair LL 120 mal an. Wir werden keine Tests machen, keine Funktionstests. Es ist mehr oder weniger einfach nur ein kleines Unboxing, um mal zu prüfen, was ist eigentlich drin in diesem Package dann, was ich bei Case gekauft habe. Link steht unten in der Videobeschreibung. Ups. Prinzipiell, warum dieses Video? Ich bin dabei, mir einen neuen Rechner zusammenzustellen. Und das Problem, was ich hatte, ist, ich hätte gerne Lüfter. Ich hätte gerne Lüfter mit Beleuchtung, aber nicht, weil ich so ein RGB-Fan bin, sondern ganz einfach, wenn das Gehäuse gut beleuchtet ist, sieht man auch relativ gut, wenn irgendwas ist beispielsweise oder wenn man was tauschen möchte, kann man die Beleuchtung der Lüfter einfach anmachen. So, das ist zumindest mein grober Hintergrund. Und irgendwie, es sieht zwar toll aus, aber naja. So, ich bin mir nicht sicher, welche Wasserkühlung ich nehme. Ich vermute von Corsair. Das heißt, wenn ich schon Sachen von Corsair nehme, in Einzelteilen zum Beispiel, wollte ich mir auch die Lüfter hier zum Beispiel holen. Das Problem ist, RGB-Lüfter von Corsair sind proprietär. Das heißt, die haben einen proprietären Standard. Ich brauche die IQ-Software dafür, um das Ganze zu steuern. Hat aber auch den Nachteil letzten Endes, ich kann nicht mal ebenso die Header vom Motherboard dafür hernehmen, um das Ganze dann anzuschließen, lüfterseitig. Das geht, glaube ich, nicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Und darum wollte ich mal wissen, was in diesem Package drin ist. Denn angeblich ist hier der Hub und alles dann schon drin. Das ist hier das Komplett-Package dann. Und das gucken wir uns das heute mal an. Und zwar, ich habe es schon aufgeschnitten tatsächlich. Nein, jetzt habe ich den Karton aufgerissen, verdammt. Wisst ihr, wie viele Leute braucht man, um so einen Karton aufzumachen? Das ist... Nein, ich habe es kaputt gemacht. Schön. Ich habe es aufgerissen. Tada, aufgerissen. Schön. Ja, wenn ihr das richtig aufmacht, passiert das nicht. Das machen wir runter hier. Nein, das nächste ist halt kaputt. So. Achso, das ist diese Box hier. Okay. Dann lächelt uns mal so eine kleine Box hier an. Und was haben wir hier drin? Also wir haben hier noch in diesem Karton die drei Lüfter dann drin. Die holen wir eben raus. Also wie gesagt, wir machen keine Funktionstests heute in dem Sinne. Ich mache nur mal ein kleines Unboxing, weil ich wissen will, was drin ist, beziehungsweise wie das Ganze zusammengebaut wird dann am Ende. Das sind die Corsair-Lüfter. Die wir letzten Endes dann verbauen können. Wir haben hier dann auch entsprechend die Kabel. Kriege ich das hier raus, ohne es kaputt zu machen? Jawohl. So. Okay, was wir hier haben, sind jetzt dann zwei Fanheader. Genau, also Lüfter, zwei Kabel, ist relativ eindeutig. Und wir haben hier ganz groß drauf stehen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, To RGB Hub steht hier drauf. Ich mache es mal so. Hier steht hier drauf, To RGB Hub. So. To RGB Hub. Das heißt, der kommt in den Hub rein und der kommt dann ganz normal, also der könnte tatsächlich auch ganz normal über das Board gesteuert werden, über die Lüftersteuerung letzten Endes. Dafür brauche ich Corsair dann nicht zum Glück. Aber das ganze RGB-Zeug geht über diesen Header, was dann diesen RGB-Hub dann kommt. Okay, so, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare übrigens schreiben. Ich bin kein RGB-Experte. Ich hatte den Rechner, der da hinten steht jetzt, wo ich das Video zugemacht habe, kann ich euch hier oben verlinken irgendwo. Ist es so, ich hatte vorher noch nie mit RGB-Beleuchtung zu tun. Von daher bin ich da jetzt kein Experte darin letzten Endes. Aber ich glaube nicht, dass dieser Header hier irgendwo auf das Board drauf war. Es gibt JRGB und noch irgendeinen anderen. Es ist grauenhaft. Liebe Hersteller, standardisiert alles. Das wäre schön. Also das nächste Problem, ich habe natürlich, je mehr Hersteller ich habe, desto mehr Software ich habe und so weiter und so fort, gibt es immer ein Problem dann. Nämlich,
Also bei meinem Rechner brauche ich drei Software-Systeme. Ich brauche den Trident Z-Controller, damit ich den Arbeitsspeicher kontrollieren kann. Ich brauche MSI Mystic Light, damit ich dann generell das, die Bordbeleuchtung steuern kann, also wie das Board beleuchtet ist. Und eben damit könnte ich dann auch, wenn die Software installiert ist, auch dann den Arbeitsspeicher beleuchten. Und letzten Endes, was passiert noch? Richtig, ich brauche die IQ-Software, damit ich letzten Endes dann die ganzen IQ-Sachen steuern kann, was bei mir die Wasserkühlung ist. Naja, so, wir haben dieses tolle Package hier noch. Da sind ein Haufen Sachen drin. Und zwar haben wir hier zwei große Kästchen. Das hier ist, keine Ahnung. Ah, okay, das hier ist dann die Steuerung für die Lüfter letzten Endes. Okay, das ist der RGB-Hub hier letzten Endes. Das heißt, hier kommt dann, wenn ich jetzt den Lüfter hier habe, man sieht es in der Kamera nicht so gut, wenn ich den Lüfter hier habe, kann ich den RGB-Header ganz normal hier reinstecken. Das müsste dann so rum sein. Nein, andersrum, so rum. Okay, dann habe ich den RGB-Header, habe ich dann verbunden. Das heißt, in diesem Package, in diesem speziellen, habe ich dann die Möglichkeit, drei Lüfter anzuschließen, sechs Lüfter anzuschließen. Auf jeder Seite drei Stück. Es ist auch hier so ein Tape hinten mit drauf, was man dann ins Gehäuse reinkleben kann. Das heißt, es ist der RGB-Hub, den braucht man nicht extra dafür. Also speziell bei diesem Package, wie gesagt, ich verlinke es euch in der Videobeschreibung, ist alles dann entsprechend dabei. Ihr könnt es hier direkt ins Gehäuse reinkleben, dann irgendwo auf die Seite dann hin, dass es eben passt. Und wir haben hier ein USB-Kabel und das kommt vermutlich dann hier hin. Okay, das heißt, wir haben hier, ich weiß gar nicht, ist das jetzt der Commander hier oder nicht? Ich glaube, der Commander ist wieder was anderes. Aber was der Vorteil ist, wir haben hier auch noch so ein Kabel, so ein Verbindungskabel, so ein kleines. Und das ist dann tatsächlich gedacht, dass ich hier dann das hier so zusammenstecke. Ist das die 1? Ja, das ist die 1. Achso, so. Ist eine Nase drauf. Also hier ist eine kleine Nase, ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Hier ist eine Nase. Und mit dieser Nase, die muss hier unten dann alleine. Also man kann es nur in eine Richtung zusammenbauen. Also das ist sehr idiotensicher, das Ganze. So, jetzt habe ich hier das Teil dran zusammengebaut. Und dann kann ich das hier dran bauen. Okay. Also das Kabel kommt dann einfach hier rein. Das heißt, das ist mein Konstrukt dann. Yay. Kabel. Ein riesiger Kabelsalat wird das dann im Gehäuse. Also, ich kann in diesen RGB-Hub, der dabei ist, kann ich sechs Lüfter anschließen. Das heißt, das geht hier und ich kann an diesen Controller hier, ich weiß nicht, ob das der Commander ist, ehrlich gesagt, das steht hier nicht drauf. Das muss ich gleich mal gucken, ob das dann der Commander ist. Aber prinzipiell kann ich hier sechs Lüfter anschließen an diesen Hub. An den Teil kann ich zwei Hubs anschließen. Das heißt, mit diesem Package, wenn ich dieses Package hier kaufe, also genau das hier, kann ich letzten Endes sechs Lüfter anschließen. Das heißt, wenn ich drei Lüfter extra kaufe, weil drei sind im Package dabei, kann ich mir drei zusätzliche Lüfter kaufen und kann die entsprechend darüber schon steuern. Das heißt, wenn ich mehr Lüfter brauche, kann ich zweimal dieses Package kaufen plus dann die Steuerungssoftware oder den Hub eben einzeln letzten Endes. Also einmal dieses Komplett-Package plus einmal Hub und dann habe ich eigentlich alles da, womit ich das Ganze steuern kann, damit das funktionieren sollte. Und damit ich das Ganze jetzt überhaupt anbinden kann, versorge ich den hier. Die beiden muss ich mit SATA-Strom versorgen noch. Also jedes dieser Geräte hier muss ich noch mit einem extra SATA-Kabel mit Strom versorgen. Und dann habe ich hier noch ein Mini-USB, ist das, glaube ich. Das müsste Mini-USB sein. Ich bin mir nicht sicher. Okay, stell zu scharf. Sie stellt nicht scharf. Doch, sie stellt scharf. So, so, das müsste. Nein. Kamera!
So, jetzt. Das müsste Mini-USB sein. Und den packe ich einfach in diese Steuerungsdingens hier rein. Das Steuerungsgerät. Klack. Und habe hier dann einen ganz normalen USB-Header, der ganz normal aufs Board draufkommt dann. Das heißt, es wird also über USB gesteuert. Und ich habe jetzt einen Lüfter angeschlossen. Und das ist der Kabelsalat, den ich damit habe. Also da muss man sich bewusst sein, wenn man RGB möchte, das ist das, womit man zu kämpfen hat am Ende. Interessant. Also wie gesagt, was brauchen wir? Wir brauchen den RGB-Hub auf jeden Fall. Wie gesagt, in diesem Komplett-Package ist alles drin. Wir brauchen auf jeden Fall den RGB-Hub einmal dann dafür. Also insgesamt RGB-Hub, wenn ich das Ganze machen möchte, intelligenterweise. Plus eben dann den... ich finde mal das Kommando. Plus wir haben noch die Schrauben für die Lüfter, dass wir die reinpacken können. Im Übrigen, hier ist kein Dingens drauf. Hier ist nichts drauf, wo man dies draufkleben kann. Hier ist lustigerweise auf dem Hub ist so ein Pad drauf, so ein selbstklebendes. Auf dem anderen nicht. Das heißt, da muss ich mir selber noch ein Pad irgendwas kaufen, damit ich es dann ins Gehäuse auch dran kleben kann, in dem Sinne. So. Ich weiß es noch nicht, das ist der Lightning Note dann, glaube ich. Kann das sein? Ah ja, es ist der Lightning Note Pro. Also es ist nicht der Commander. Es ist der Lightning Note Pro. Okay, und der kommt ganz normal USB-Header rein. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was der Unterschied zum Commander ist. Weil ich bin selber im ganzen Thema. Ich beschäftige mich nur gerade selbst damit, was ich wie tue, was ich wie einrichte, was ich wie konfiguriere. Und das ist wie gesagt das Ergebnis mit einem Lüfter momentan dran. Und natürlich die Fanheader an sich muss ich natürlich auch noch irgendwo verbauen. Das heißt, das kann ich aber dann zum Beispiel relativ einfach machen, indem ich hier zum Beispiel jetzt einen Splitter mit dran nehme, damit ich zum Beispiel, wenn ich drei Lüfter habe, die einen Radiator dran packe, dass alle drei Lüfter immer gleich geschalten sind. Da kann ich so einen Splitter einfach nehmen, der das Ganze dann kombiniert. Also das geht relativ simpel. Aber ich wollte es, wie gesagt, einfach mal so ein kurzes Video einfach mal drüber machen, damit man eben dann sieht letzten Endes, ja, wie sowas ausschauen kann. An sich ganz cool, dass es das Komplett-Package gibt. Wie gesagt, man hat die Möglichkeit, drei Lüfter zusätzlich einzeln noch zu kaufen dann, die man hier locker mit abbilden kann. Ansonsten, wenn ich mehr Lüfter brauche, kann ich einfach den Corsair RGB Hub noch einmal dazu kaufen, weil einen kriege ich hier noch angeschlossen an das Steuergerät und dann nochmal sechs Lüfter extra. Das heißt, ich kann mit dem Setup 12 Lüfter betreiben mit einem zweiten RGB Hub dann letzten Endes. Und das sollte in der Regel eigentlich mehr als genug sein. Was jetzt der Commander Pro dann noch genau macht, das müsste ich mir mal anschauen. Das weiß ich selber nicht genau. Aber das ist zumindest dieses Package mal letzten Endes. Ist eigentlich relativ intuitiv zusammengebaut. Wie gesagt, ich brauche zwei SATA-Kabel noch dafür, dass ich die mit Strom versorge dann. Muss ich hier hinstellen, damit man es sieht. Ich brauche zwei Stromkabel dann noch von SATA, was aber in der Regel kein Problem ist. Gerade wenn ich ein modulares Netzteil habe, kann ich da gegebenenfalls relativ viel mitmachen. Aber ja, es sind viele Kabel, die auf einen zukommen. Also Kabelmanagement wird bestimmt eine Challenge. Aber es ist auf jeden Fall relativ gut, dass da hier alles dabei ist in diesem Package, damit man eben nicht Probleme hat, wie steuere ich jetzt RGB an etc. Wie gesagt, ich brauche dann nur noch einen Splitter, so ein Y-Kabel, dass ich eben die Lüfter dann kombinieren kann. Da packe ich euch aber einen Link in die Videobeschreibung rein. Ich habe nämlich da einen auch genutzt für meinen anderen Bild, dass ich eben so viel wie möglich von den Lüftern zentral steuern kann über einzelne Header. Weil natürlich, wenn ich 12 Lüfter im System habe, da habe ich in der Regel so viele nicht auf dem Board drauf, dass ich das so wirklich alles steuern kann. Ja, das war es auch schon tatsächlich mit diesem Video. War ein kleineres Unboxing tatsächlich. Mich hat es einfach selber interessiert, weil ich selber momentan am Gucken bin für den neuen Gaming-PC, den ich mir zusammenstelle. Was nutze ich letzten Endes? Welche Lüfter nehme ich dafür? Welche Wasserkühlung etc.? Es wird eine komplette Custom-Loop nämlich werden.
Und ich glaube, dass ich mich für Corsair entscheiden werde, einfach. Die haben fast alles. Da muss ich mich nicht um sonstige Sachen irgendwie kümmern. Ich habe die Lüfter da noch oben drauf. Ich kann alles dann nur mit IQ steuern. Zugegeben, IQ ist nicht die beste Software. Ich mag sie nicht so wirklich. Weil es da irgendwie so, manchmal so ganz komische Eigenheiten hat. Gerade gewisse Sachen, die man vielleicht nicht einstellen kann. Aber nichtsdestotrotz, ich habe das Komplettpaket. Ich habe einen Hersteller, den ich dann... Ja, wo ich die Software, wo ich alles mit konfigurieren kann, wo ich Lüfterregelung steuern kann und so weiter und so fort. Hoffe ich zumindest, dass das dann darüber auch geht. Ob ich dafür einen Commander Pro brauche, ich weiß es nicht. Ich werde vielleicht ein Follow-up-Video dazu dann noch machen. Da muss ich mich selber nochmal genauer einlesen. Dann vielleicht bestelle ich mir auch einfach den Commander Pro auch mal und dann machen wir ein kleines Test-Setup dann in diesem Sinne. Das war's auch schon für das Video jetzt. Lieben Dank fürs Zuschauen. Danke auf jeden Fall fürs Dabeisein. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Infos habt, wenn ihr was wissen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten auch gerne einen Daumen nach unten mit Feedback, was ich besser machen kann, soll, darf. Und jetzt lieben Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein und bis nächste Woche zum nächsten Video. Also bis dann. Tschüss. Ha 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 ha.